Guten Morgen zusammen. Wir sind hier im Wasser und heute geht's auf Rapfen. Es ist recht früh hier, ihr seht das noch, Dämmerung, 5 Uhr morgens ungefähr. Im Sommer muss man mal die frühen Stunden nutzen. Rapfen ist relativ aktiv in den Morgenstunden und in den Abendstunden. Man kann die zwar mittags auffangen, aber die frühen und späten Stunden sind meistens halt einfach die besten. Deswegen probieren wir jetzt hier ein paar Rapfen aufs Band zu kriegen. Wir haben für euch beide eine Einhandroute und eine Zweihandroute. Das ist die Mary Klasse 7 und das ist das Lachsoutfit, weil tatsächlich kann man in den meisten Flüssen auch gut mit der Zweihand auf Rapfen fischen und sich so auf die Lachssaison auch vorbereiten. Und für die Leute, die es einfach mal ausprobieren wollen, ist das sicherlich ein guter Weg, es einfach auch zu lernen. Wir fischen kleine Streamer. Wir haben hier einen kleinen weiß-grauen Baitfisch-Imitation. Hier haben wir eine etwas größere Zonkerfliege und dann hoffen wir jetzt, dass wir mal so einen Rapfen ans Band kriegen. So, erster Fisch ist im Netz, habt ihr gerade gesehen, mit dem Drill. Hier kleine Zonkerfliege, so ein chartreus weißer gestreifter Zonker, auf einem kleinen Haken gebunden mit ein paar Dumbbell-Augen. Warum? Momentan jagen die Rapfen tatsächlich noch nicht so an der Oberfläche, deswegen fischen wir ein bisschen schwerere Fliegen, um ein bisschen runterzukommen. Hat sich direkt ausgezahlt. Richtig, richtig großer Fisch. Ich schmeiß mir die Rute hier rüber. Dann zeigen wir euch mal ganz kurz. Wow. Und aggressiver Fisch. Das ist ein Big Fish. Hier ist der Fisch. Großer Rapfen. Ich denke so 75 cm circa. Lass mal schnell wieder schwimmen. So, wir fischen hier die Zweihand Hero Salmon Route. Es ist mehr oder weniger das Outfit. Das gibt es als Set einfach mit Rute, Rolle und Schnur. Bei den Vision Outfit ist es immer so, dass die wirklich dann die hochwertigen Schnüre drauf sind. Hier ist diese Hybrid-Schnur drauf, wo wir dann einzelne Tipps mehr oder weniger wechseln können. Die Schnur ist ein Ticken schwerer gewählt oder sagen wir an der hinteren Kante gewählt, sodass es am Anfang so ein bisschen einfacher ist, das Ding auch rauszubekommen, dass man ein bisschen mehr Feedback kriegt. Das ist also wirklich für den Einstieg in die Lachs- oder halt auch Rapfen-Zweihandfischerei ist das echt ganz gut geeignet und macht auf jeden Fall echt viel Spaß, mit den Dingern zu werfen. Wir werden nachher nochmal die Einhandroute anfangen, aber jetzt versuchen wir erstmal noch einen Rapfen da vorne zu fangen. Und dann schauen wir, dass wir noch was ans Band kriegen. Wir haben hier vorne die Stromschnelle langlaufen, die macht so einen leichten Rechtsklick und die trifft da vorne dann da hinten auf die Spundwand, auf die Steinschüttung und da hinten stehen die meisten Rapfen tatsächlich im Auslauf. Das heißt, wir müssen mit der Fliege auf die andere Seite des Flusses kommen, deswegen ist die Zweihandroute hier wirklich ganz nett, weil wir relativ nachher auch, wenn man mit der Einhandroute reinkommt, relativ tief stehen und dann ist der ganze Schnurkopf voller Wasser und dann macht das wenig Spaß. Das ist eine echt angenehme Fischerei und hier können wir das dann wirklich hinten an der Steinpackung einmal lang swingen lassen. Da kam dann auch der Biss tatsächlich und da werden wir jetzt versuchen, noch ein, zwei Fische rauszukitzeln. Wie gesagt, die Morgenstunden sind einfach die besten. Und dann gucken wir, dass da hinten noch einer beißt. So, wir sind wirklich jetzt noch ganz am Anfang der Saison. Deswegen fischen wir hier tatsächlich langsam im Swing.
Der Fluss ist voller Baitfisch. Die Rapfen, wir sehen sie noch nicht an der Oberfläche, aber die haben so viel Nahrungsauswahl, dass die nicht wirklich aktiv jagen, sondern einfach tatsächlich mit so einem offenen Maul durch Baitfischschwärme schwimmen. Kennt man eigentlich gar nicht von so Rapfen. Normal denkt man immer, man muss super schnell fischen. Aber tatsächlich ist hier so ein langsamer Swing perfekt momentan. Und dann sammeln die den Köder einfach auf. Das sind jetzt auch noch nicht so die richtig aggressiven Attacken, sondern wirklich einfach nur so ein leichtes Pock. Aber genau, das ist das, was ihr am Anfang der Saison beachten müsst. Sucht euch eine Stromschnelle oder da, wo Strömung ist und versucht, die ein bisschen im Swing zu fischen. Lasst die Strömung für euch arbeiten. Wenn wenig Strömung da ist, was sich hinter dem Brückenpfeiler zum Beispiel, wo sich aber die Strömung verändert, wo auch Rapfen jagen, dann müsst ihr natürlich was schneller fischen. Hier könnt ihr tatsächlich die Strömung für euch arbeiten lassen. So, zweiter Rapfen für heute. Der hat sich hier wirklich beim schönsten Licht die Fliege gegönnt. Wir zeigen euch ganz, 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 ganz kurz. Dann darf er auch sofort wieder schwimmen. Boah. Mag er nicht. Really, really, really strong fish. Ah, really strong. Oh. Really strong fish. Just quickly release it. Look at this fish. It's a good fish. So, wir haben gerade mal zu einer Lachstube gewechselt. Auch super Fliegen für Rapfen. Und eine kleine Überraschung, wir haben einen echt großen Döbel gefangen. Ich versuche den mal hier kurz in die Kamera zu halten. Die sind immer so schleimig und rutschig. Und danach stinkt auch immer alles. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem über jeden Fisch. But this one is
huge. So, here we go. Just quickly release it. Wir haben Döbel hier im Fluss auch mit drin. Hat man eigentlich überall, wo Rapfen auch sich aufhalten. Und auch mal immer wieder Hybriden, also eine Mischung aus Döbel und Rapfen, die tatsächlich extremst kampfstark sind und richtig, richtig Laune machen. Also da freuen wir uns immer drüber, wenn wir so einen Hybridfisch fangen. Heute kam noch keiner, aber ja, jeder Fisch ist gern gesehen. So, die letzte Fliege, die hat er ziemlich aufgefressen. Das sind jetzt, die sieht ein bisschen mau aus. Hat er gerade schön im Netz abgerissen. Wir werden euch ein Video anhängen, wie man die bindet. Eine super einfache Fliege. Da könnt ihr sicherlich dann einfach mal ein paar Fliegen nachbinden und selber mal probieren, auf Rapfen zu fangen. Funktioniert auf jeden Fall. Heute binden wir einen einfachen Streamer, den wir relativ viel gebrauchen, um auf Rapfen zu fischen. Besteht aus Craftfur und einem stabilen Haken. Wir nutzen dafür hier den Tunka Saltwater in Größe 8. Das ist die kleinste Größe. Holen wir eben schnell einen raus. Und ab in den Bindestock damit. Haben wir hier unseren Haken im Bindestock. Man kann das mit monofilen Bindefaden machen oder einfach hier mit einem weißen UTC in 140. Das ist alles okay. Das stört den Fisch auch nicht. Wir machen ein bisschen Kleber hier auf den Schenk, damit unser Faden, die Grundwicklung, damit die nachher auch fest sitzt und nicht auf dem Haken sich nachher hin und her dreht. Und wir gehen zurück bis zur Hakenspitze. Was wir dann machen, ist, wir nehmen uns etwas von dem grauen Kraftfür. Ein bisschen hier. Zoomen hier das Unterfell so ein bisschen raus und überlegen uns dann, wie lang denn unsere Fliege sein soll. Und ich denke, dass so die Länge, das könnte ganz gut sein. Das heißt, wir können es schon mal ein bisschen einkürzen. Und wir binden das dann hier vorne am Kopf reversed ein. Das gleiche machen wir dann mit ein bisschen Weiß als Bellyfarbe. Das hier ist so Creamfarben. Bisschen natürlicheres Weiß. Schön hier die kurzen Fibern wieder rausziehen. Wir können tatsächlich auch das erst komplett einbinden und dann abschneiden. Das macht überhaupt keinen Unterschied. So können wir es teilweise sogar besser greifen. Ein bisschen genauer abschneiden. So, was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Flash. Hier nutzen wir diesen Twisted Flash. Muss nicht viel sein. Irgendwie so ein paar Streifen nur. Es geht einfach darum, dass wir auf Rapfen hauptsächlich im Sommer bei viel Sonne fischen. Und dann ist es immer gut, wenn wir so ein bisschen Bling-Bling in der Fliege haben und nicht zu viel, wo die Sonnenstrahlen dann mal reflektiert werden. Ich teile den oder binde den hier bis hinten zum Schwanz ein.
Und dann wickeln wir das hier einfach so ein bisschen um den Körper. So ein bisschen den weißen Bindefaden zu verstecken und einfach dem Fisch so ein bisschen glänzenden Unterkörper zu kriegen. Dann binden wir das hier ab. Und schneiden das ungefähr auf dieser Länge ab dann von dem Kraftfell. Weil hier das Kraftfell, das stülpen wir jetzt nach hinten. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir könnten das einmal mit so Gold Flexman könnten wir den Kopf fixieren. Dann sähe das sehr schön und clean aus. Ich mache tatsächlich einfach hier zwei Wicklungen drüber und mache einen halben Schlag rein. Zack. Dann nehmen wir unseren Kleber wieder und machen richtig schön viel Klebstoff auf den Faden und dann geht der nie wieder auf. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir den Faden hier bündig abschneiden. Dann geht der halbe Schlag nämlich auch nicht mehr auf. Und dann haben wir hier eine super einfache Fliege für Esp. Wir können jetzt hier noch ein Auge draufkleben, vorne und hinten, wenn wir wollen. Ist aber nicht unbedingt notwendig. So reicht das tatsächlich schon. Ansonsten kommt hier 3 mm Auge drauf. Dann können wir hier über den Bindefaden einfach noch 2 Augen kleben, dann ist er auch versteckt. So, dann machen wir da noch mal ein bisschen Kleber drüber und dann hält das auch alles. So, und wenn wir jetzt hier den Kopf richtig schön mit Kleber bedeckt haben, wir hätten das auch mit Flexman machen können, sehr gut mit der UV-Lampe, dann haben wir hier so ein bisschen Kleber im Öhr drin. Können wir einfach einmal so eine Feder durchziehen, dann ist das Öhr wieder frei und dann können wir schön damit Rapfen fangen. Vielen Dank. Yeah, strong.
Wir fischen eine 7er Rute heute mit einer 7er Vielschnur drauf. Das ist die 94, neue Schnur, 9 Meter Keule. Lässt sich hervorragend mit Streamern werfen, macht echt viel Spaß. Das Ganze auf einer Mary-Route, die ist so ein bisschen weicher hier im unteren Segment. Da können wir dann wirklich auch schön viel Lifting Power auf den Fisch kriegen. So, wir sind jetzt hier am Ende der Strömung, also am Auslauf der Strömung, weil wir hier ein paar Rapfen haben jagen sehen. Die sind für uns als Fliegenfischer natürlich schwieriger zu fangen, weil wir das hier ganz langsam strömendes Gewässer haben jetzt. Darum müssen wir dann wirklich die Fliege ein bisschen schneller fischen. Deswegen jetzt hier einfach mal ein paar Versuche, Roly-Poly, die Fliege hier wieder schnell zu uns zu kriegen und vielleicht noch einen von diesen Räubern zum Anbiss zu überreden. Aber bis jetzt sind sie noch nicht so gnädig. So, der Angeltag geht zu Ende für uns. Das ist immer relativ anstrengend, wenn man so früh aus dem Bett muss und dann zum Spot fährt. Wir haben tatsächlich ein paar Fische gefangen. Große Fische sogar dabei. Größter war so 75 cm. Das war echt ein schöner Fisch. Wir hoffen einfach, dass wir euch zeigen konnten, was so eine alternative Fischerei im Sommer hergibt. Rapfen macht wirklich unglaublich viel Spaß an der Fliege. Die Einschläge sind brutal. Die Fliegen sind relativ einfach zu werfen, da einfach noch relativ kleine Fliegen gefischt werden. Und die Fische sind einfach saustark. Das macht echt Bock, mit denen zu kämpfen. Dementsprechend probiert es mal aus. Ihr könnt das wirklich in fast jedem Fließgewässer fischen. Alles da, wo wirklich viel Strömung ist, ist gut. In jedem größeren Fluss in Deutschland und Holland haben wir Rapfen. Dementsprechend viel Erfolg am Wasser.